technon, tip telipon polemon prasuneile lutas. Hier wurde etwas getilgt. Die Lebensweise von Menschen entspricht nicht mehr ganz genau ihrer biologischen Ausstattung. Ja, der Kaiser trieb seine Geilheit so weit, dass er von den Ärzten haben wollte, sie sollten ihn durch anatomische Kunst zum weiblichen Genuss der Liebe schändlich machen. Das ist weniger neu, als man denkt. Aber auch hier gibt es natürlich eine Lösung, die Philosophie. Daimonie. They say setion menos, ut ele aires paida, tenebia chon caem amoron, heta chachere, seis omai. Dieses wundervolle Bild bekommt jedoch einen Riss. Durch die Gewöhnung an das Blut werden die Menschen immer brutaler, schließlich auch untereinander. Die Tiere sind nun wild und aggressiv zu ihnen, sie versuchen sie zu beißen, vielleicht sogar zu fressen. Riesiges philosophisches Thema und immer auch die Frage, gibt es einen freien Willen vor dem Christentum? Ein Frevel, das. Trotzdem ist uns das alles auch wieder erstaunlich nah. Also das gehört genauso mit hinein, wie die Göttermutter hineingehört, aber der Intellekt ist auch göttlich, die Liebe in der Ausdruck des Gottesliebe zu den Menschen. Ton sektor ne kessen idon eis chreus epesin. 1 Million Papyri, das Leben ganz normaler Menschen, die sich nie hätten vorstellen können, dass ihre Privatbriefe, ihre alltäglichen Notizen oder ihre juristischen Urkunden in unsere Hände gelangen. Als Damnatio Memoriae bezeichnet, also Verdammung der Erinnerung. Weil der Mensch diese Aufgabe hat, nach oben zu streben und sich mit dem Besten, was er in sich hat, zu verwirklichen, das dem Göttlichen im Grunde genommen ähnlich oder sogar identisch damit ist. Heita de kaita hekeloi negrus ampedion sylesete tetne utas.